Gott sei mit dir. Das sieht nicht gut aus. Was? Wovon redest du? Dein Zahn. Der tut sicher höllisch weh. Woher weißt du davon? Als Mann der Medizin erkenne ich die Anzeichen eines kranken Zahns. Dein Gesicht ist aufgedunsen, du schwitzt und wie du atmest. Alles ganz typisch. Du bist Arzt? Das sagte ich doch. Und wenn du meinen Rat willst, lass ihn ziehen. In der Stadt gibt es einen Schmied. Nein, nein, nein. Nie im Leben begebe ich mich in die Hände dieses Schlechters. Ich verstehe. Aber pass auf, ich kenne mich mit der Heilkunst aus. Ich könnte dich doch begleiten und dafür sorgen, dass alles gut geht. Das würdest du tun? Natürlich. Jesus, ein erwachsener Mann braucht einen zum Händchen halten. Mach dir nichts draus. Jeder noch so starke Mann hat Angst vom Zähneziehen. Ich weiß, aber... Dann gehen wir und bringen es hinter uns. Das ist sicher schmerzhaft, oder? Warum bleibst du denn stehen? Keine Sorge. Es tut etwas weh, aber dann wird es dir schnell besser gehen. Wenn du meinst. Scheint mich zu stören. Ich weiß nicht, ist das nicht Zeitverschwendung? Es geht sicher von allein weg. Was? Das geht nicht weg, sondern wird nur schlimmer. Je schneller der heraus ist, desto besser. Ja, ja. Du hast wohl recht. Wo bist du denn jetzt hin? Da kommen wir doch her.
wir denn jetzt wieder zurück? Ich kann das nicht. Es ist peinlich, aber ich bin ein Feigling. Ich schaff das nicht. Ja, wir sind fast da. Sei ein Mann. Du hast recht. Gehen wir. Jetzt gehen wir wieder zurück. Oh. Ich schnapp nach Luft, die Füße warm, ich pfeif dein Pferd, doch bin zu arm. Die Sonne mag brennen, sie mag auch scheinen, doch Liebste, du gehst niemals ein. Und zum Besten. Die Sonne versteckt sich hinter dem Haus, ihre Füße kalt, ihr Feuer geht aus. Nein, es geht nicht wieder zurück. Was soll denn das? Bleib stehen. Da geht's zum Schmied.
Bleib stehen und geh wieder zurück. Was? Ist das dein Ernst? Das sollte man einfach umhauen und mitnehmen. Verdammt noch mal! Hilfe! Hier! Hier! Hilfe! Hier! Lasst ihn nicht entwischen! Schnell! Schnell! Kommt alle her! Okay, das war nix. In Ordnung. Dann mal los. Halt ihn gut fest. Alles klar. Na guck mal. Er ist raus. Ob er ihn als Erinnerung behalten will? Ich nehme ihn. Was? Na gut.